Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema Gleichstellung ist nicht zwingend ein haushaltspolitisches Thema. Dennoch ist es ein Thema, das wir alle miteinander sehr ernst nehmen sollen und auch wollen. So liegt unsere Gleichstellungspolitik dem Ansatz zugrunde, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, in der sich jeder Mensch unabhängig vom Geschlecht frei entfalten und entwickeln kann. Immer schon. Trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es immer noch strukturelle Probleme in einigen Bereichen gibt. Die Gleichstellungspolitik der Union besteht im Kern darin, strukturelle Benachteiligungen, die aufgrund des Geschlechts bestehen, zu beseitigen. In diesem Sinne wurden gezielt Maßnahmen eingeleitet und Gesetze verabschiedet, die die Gleichstellung von Frauen und Männern erreichen. Zum Beispiel das Elterngeldgesetz für beide Elternteile, das Pflegezeitgesetz, das Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und in der Bundestagsverwaltung, die angesprochene Mütterrente und vieles andere mehr. Und meine sehr verehrten Damen und Herren der Antragsteller, mit Ihrem Antrag fordern Sie unter anderem die verbindliche Aufnahme von Gender Budgeting als Haushaltsführung in die Bundeshaushaltsordnung als zweijähriges Pilotprojekt. Zweitens die Einrichtung einer interministeriellen Gender Budgeting Steuerungsgruppe, um die Umsetzung im Bundeshaushalt zu koordinieren. Drittens, darüber hinaus wollen Sie dann auch noch, dass dem Bundestag ein jährlicher Gender Budgeting Bericht vorgelegt wird. Dankeschön. Meine Damen und Herren, aus unserer und auch aus meiner Sicht ist die Implementierung von Gender Budgeting im Bundeshaushalt kein geeignetes Instrument, um die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Der Bundeshaushalt beschreibt die finanziellen Rahmen der einzelnen Fachbereiche, legt ihn gesetzlich fest und ermächtigt die jeweils zuständigen Ressorts zur Leistung der hierfür erforderlichen Ausgaben. Die Umsetzung derartiger gleichstellungspolitischer Ansätze gehört dorthin, wo sie inhaltlich angebracht sind, und zwar in die Verantwortung der einzelnen Ressorts und Fachbereiche. Die Bundesministerien sind nach § 2 der gemeinsamen Geschäftsordnung bereits in der Pflicht, in ihrem jeweiligen Fachbereich die Gleichstellung von Frauen und Männern als durchgängiges Leitprinzip bei allen Maßnahmen zu fördern. Sollte es sich hierbei um Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen handeln, ist es bereits jetzt Teil der Facharbeit der verschiedenen Ressorts. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist gut so. Da sind wir ja auch mit dabei. Ebenso sehe ich einen erheblichen bürokratischen Mehraufwand, ohne dem eigentlichen Ziel näher zu kommen. Ich sehe Gender Budgeting im Rahmen des Bundeshaushalts als nicht geeignetes Instrument, um die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Ich sage das gerne ein zweites Mal, damit es auch die Herren der Linken kapieren. Auch ist es nicht zutreffend, dass die Bundesregierung rechtlich verpflichtet sei, die Umsetzung von Gender Budgeting umzusetzen, weder völkerrechtlich noch aus der von der EU verabschiedeten Erklärung aus dem Jahr 2005 ergibt sich ein verpflichtender Rechtsakt für die europäischen Mitgliedstaaten. Und wenn das Österreich, skandinavische Staaten und einige Städte in Deutschland machen, dann ist es deren Vergnügen. Wir müssen das ja nicht alles machen, was die anderen Staaten machen. Und die Europäische Union, ganz aktuell, wäre auch zu einem derartigen Eingriff in die Haushaltsautonomie ihrer Mitgliedstaaten nicht befugt. Sie, meine Damen und Herren, versuchen mit diesem Antrag ein Thema in der Bundeshaushaltsordnung zu verankern, das aus meiner Sicht rein gar nichts mit der Haushaltspolitik im eigentlichen Sinn zu tun hat. Das sind gleichstellungspolitische Anliegen, und die gehören daher, wie schon angesprochen, in die jeweiligen Fachressorts. Deshalb kann ich und können wir dem Antrag nichts abgewinnen. Dankeschön. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am Schluss dieser Aussprache. Interfraktionell wird an Überweisung der Vorlage auf Drucksache.